Dr. Med and Mario ist zurück im 19. Part Super Mario Sunshine. Und damit willkommen zurück, Leute. Ich bin's, euer Vasukasu mal wieder. Wir machen weiter in Bayer Paradiso, da wir letztes Mal Zahnarzt spielen dürfen. Mit Mario. Und diesmal wartet Palmaton wieder auf uns. Palmaton Surf Sprint in Kapitel 5. Auf geht's, Leute. Ein kleines Rennen. Das heißt allerdings wieder, dass sie mal wieder keine blaue Münze wahrscheinlich finden werden, so wirklich. Also ich hole mir jetzt Feuer eine. Denn ihr seht schon, das Wasser ist jetzt hier sauber. Wir können jetzt hier die blaue Münze in den Wasser holen. Ganz einfach, ohne Schaden zu nehmen. So. Hier. Zack. Hier ist die erste. Nehmen wir die doch direkt mit, oder? Wenn wir jetzt schon mal die Möglichkeit haben. So. Da hinten ist die Flagge. Da müssen wir gleich hin. Schwimmen. Die werden nicht auf einmal über Wasser laufen können. Das kann auch Palmaton nicht. Keine Sorge, Leute. Ich überlege gerade nur, wo ist der schnellste Weg nochmal gewesen? Warte mal, der ist da oben, der Typ, ne? Genau da oben steht er. Ich glaube fast hier lang springen, oder? Ist am schnellsten. Ich behaupten. Naja, mal gucken. Ich weiß auch noch, irgendwo da oben ist auch noch eine blaue Münze. Direkt unter diesem Vorsprung da. Als wir da in den Wasserfall reingesprungen sind. Denn da habe ich eine blaue Münze gesehen letztes Mal. Das weiß ich noch. Aber da werde ich jetzt nicht hochgehen. Da werden wir wahrscheinlich eh nochmal hoch müssen. Wo wissen wir das? Ich glaube... Was mich? Ich weiß gerade nicht, was das achte Kapitel nochmal ist. Obwohl, doch, weiß ich wohl. Eigentlich müssen wir nicht mehr da hoch, so wirklich. Egal, machen wir erstmal Palmaton. Da ist er schon. Ey, hey, hey. Hi, Dicker. Hey, hallo du Schelm, ich bin Palmaton. Ja, genau der bin ich. Ich fordere dich jetzt zu einem Rennen bis zu dieser Fahne auf. Gesehen haben wir sie schon. Wir sehen es auch nochmal durch die Kamerafahrt, sehr gut. Da ist sie, Leute. Ein Rennen bis zur Zielflagge. Die beste liegt bei 40 Sekunden. Auf die Plätze, fertig und los! Kannst mich mal. Ah, der läuft auch hier lang, scheiße. Ah, der hat da verkackt, okay. Idiot. Boah, ich glaube, ich war noch nie so schnell bei dem Rennen. Ich glaube, ich bin auch immer geschwommen ein Stück. Weil ich immer direkt ins Wasser gesprungen bin. 18 Sekunden. 18:33. Wo ist der? Da hinten schwimmt er lang. Ja, ich schwimme hier mal eine Runde, ne? Was macht der denn da? Wie schwimmt der denn da lang? Kann ich den Lachspritzen? Eigentlich? Ja, kann man, aber juckt ihn nicht. Wie er lacht. Puh, Schnauf. Boah, du bist flink, wie ein Fisch. Du bist doch nicht die langsame Trantüte, für die ich dich hielt. Wir sehen uns wieder. Halte Ausschau nach mir. Machen wir. Ich weiß auch noch, wo wir ihn sehen werden. Klar, wir haben nur noch einen Ort vor uns danach. Da wird er auch nochmal auftauchen. Aber den Sieg nehmen wir jetzt erstmal direkt mit. Die nächste wird wieder ein Secret-Level werden, das weiß ich schon mal. So viel schon mal vorweg. Aber erstmal zurück nach Piazza Delfino, wie immer. Wir kennen das Prozedere ja mittlerweile. So, da ist wieder der Schleier, der bunte, aus dem wir auch sogar rauskommen. So, Leute. Und nochmal rein. Das Geheimnis der Muschel, Kapitel 6. Muss mich echt mal langsam nach blauen Münzen hier umgucken. Ganz ehrlich, jetzt da hinten ist noch eine drin, okay. Das heißt, am Labyrinth muss ich nochmal vorbei. Da will ich jetzt aber ganz kurz mal wissen, tatsächlich, ah, hier sind es jetzt auch Malereien. Okay, jetzt schon, bevor Mario Morgana hier ist. Da sind ganz viele Münzen. Ja, dann sieht es aber auf jeden Fall schon mal so aus, als würde ich in diesem Kapitel oder in den nachfolgenden die Münzen holen, die 100. Wobei ich jetzt noch nicht mal weiß, wie ich die kriegen soll, also. Ich finde auch noch einen Spaß. Okay, da oben sind Münzen. Da war aber, glaube ich, schon eine blaue, ne? Die habe ich, glaube ich, schon geholt. Warum sieht man die denn... Warum sieht man die Münzen so besser, als wenn man direkt drauf guckt? Jetzt mal ehrlich. Auch komisch, oder? Guck mal. Die sieht man so am besten, wenn man jetzt so nach links guckt. Auf jeden Fall sehe ich jetzt keine blaue Münze mehr da oben. So, wir müssen auf jeden Fall da hoch, da in die Muschel rein. Dann fangen wir mal an, oder? Ich hole jetzt erstmal die blauen Münzen. Achso, ich wollte gucken, wie viel ich überhaupt schon habe hier an dem Ort. 10 erst, da sind noch 20 Stück übrig. Das ist noch sehr viel, muss ich sagen. So, sauber machen da. Was, die verschwindet jetzt schon? Wie muss man denn da sein? Warte mal, da geht bestimmt anders. Ich kann bestimmt von oben das spritzen. Dann direkt dahin springen. Da, ich hab noch ein bisschen Zeit.
Na gut, ich habe mir auch sehr viel Zeit gelassen, muss man dazu sagen. So, komm hier hoch. Guck, der steht sogar hier, der Typ. Du musst die Seile benutzen, um nach oben zu gelangen. Na, gar nichts muss ich. Ich zeig dir mal, was ich muss. Hier ein, die Brille von der Nase schnippen, das muss ich. Wobei, macht man nicht. Der ist auf seine Seehilfe angewiesen. Das klingt nur zu gut. Ich bin auch Brillenträger. Das sieht schon viel besser aus. Ey. Oh, noch so eh gekriegt. Ganz knapp, ey. Knappe Sache. Was werde ich jetzt hier machen, Leute? Da sind auch noch ganz viele Münzen, sehe ich gerade. So, warte ich jetzt hier. Da ist ein Fisch da unten, okay. Jetzt spritze ich davon hier oben ab und nehme dann das Boot. Ist wahrscheinlich auch genauso gedacht, dass man eigentlich das Boot nehmen soll. Hin und zurück. Also hier anfangen, Boot nehmen und wieder zurück mit dem Boot. Pass mal, wie schnell ich sein werde. Oder das geht jetzt so schrecklich, dass das sogar so gemacht werden muss. Das muss so gemacht werden, Leute. Ganz ehrlich. Die Münze ist schon fast verschwunden. Ich war nicht mal ansatzweise in der Nähe. Also wäre ich nicht gewesen ohne den Boot. Was ist denn hier in der Ecke noch was? Versteckt? Ist mal ehrlich. Ich gucke jetzt immer in die Ecken hier. Hallo? Hallo? Sag mal, man rutscht ja die ganze Zeit da weg, der Idiot. Okay, man kann ja nicht hin, das ist eine unsichtbare Wand. Warte mal, ist doch nicht noch eine irgendwo unter Wasser hier? Ich bei den blauen Fischen diesmal? Nee. Also ganz komisch versteckt irgendwo weiter unten. Guck ich jetzt mal eben nach, da bin ich mir fast sicher, dass da irgendwo noch eine ist. Da hinten zum Beispiel könnte sie sein. Ne, hier ist nix. Aber man kann ja tauchen, das ist ja nicht das Problem. Ich sehe nix, schade. Wieder auftauchen, sonst habe ich gleich keine Luft mehr. Hoppala. Nee, dann ist da scheinbar nichts. Vielleicht da hinten. Da guck ich jetzt doch mal, wo die Münzen noch hinter sind. Aua, ey. Was sind da unten beim Aal noch welche? Da wo der Riesenaal war. Sag mal, Kamera, dreh dich doch mal bitte. Ja, toll. Tolle Kameraperspektive hier. Oh, da unten ist eine. Nehmen wir die doch mal mit. Hör ab, du Scheißfisch. Kann er mich da nicht fressen? Ey! Lass mich los! Scheißfisch. So bringt der also einen um. Okay, gut zu wissen. Vielleicht habe ich die Münzen nach oben noch nicht weg mitgenommen. Alter, hau ab! Alter! Der bringt mich um. Ich bräuchte mal eine Münze langsam. Ja. Schon besser, ey. Ich glaube, die Münze hole ich mir doch nicht nochmal, weil ich die 100 Münzen angehen will. Außer ich muss, dann schon, aber dann als erstes. So, gehen wir da hoch, würde ich sagen. Lang genug gewartet jetzt. Ich will jetzt den Stiensigni holen. Eck hier hoch, perfekt. Abkürzen. Nein, nicht so. Du sollst keinen Drehschwung machen, du sollst da so hoch, du Idiot. War denn hier oben noch was? Ich muss so viel höher, ne? Ja, ich muss auf jeden Fall noch höher. Hä? Was ist denn da unten jetzt so? Von da unten hier hoch, hast du gesagt. So, hier hoch dann. Ich gehe mal hier erstmal hoch. Vielleicht ist da noch eine blaue Münze irgendwo. Sag mal, Kamera. Also gerade geht die Kamera mir doch ein bisschen auf den Senkel. Warte mal, hier ist doch schon wieder sonnig. Heißt doch für mich, dass man hier hoch kann. Kürzen. Und den langen Weg, wenn es auch kürzer geht, wisst ihr.
Ist hier noch irgendwas dran an den Fahnen? Eventuell? Können wir nicht hoch, ist das Problem. Ey, warte mal. Ach, guck mal, da sind doch noch Münzen. Da ist sogar noch so ein Münzenschalter. Da oben sind noch Münzen. Da oben ist auch noch irgendwer. Ein Tod, glaube ich, ne? Da ist keine blaue Münze, schätze ich mal. Ja, komm, dann gehen wir darüber jetzt. Kommt das Ding jetzt nicht wieder, das blaue? Na, das rote kommt jetzt. Ey, das verfolgt mich wirklich, das Teil. Spring doch runter, da. Trottel. Was schafft man so? Nice, ab in den Secret Course, ins Geheimlevel hier. Tschüss. Jawohl. Da sind wir wieder. Oh je. Ich glaube, mit einer der schlimmsten Parcours hier in dem Spiel. Ach du Scheiße. Zumindest später dann bei den roten Münzen, glaube ich, war es richtig scheiße. Seitdem bleib ich stehen, das ist auch schon mal sehr gut. Gib mal hier ein extra Leben oder so. Extra Leben, bitte. Dann halt nicht. Bitte, auf der hinten sind auch noch zwei Nägel, da ist vielleicht eins drin. So, perfekt. Kann man hier stehen bleiben. Denke ich mal, oder? Zack und zack. Scheiß drauf, komm. Ach, jetzt muss man hier noch einen Wandsprung machen. Einen ganz komischen. So ein. Ich mein's hier aber richtig ernst gerade, ne? Okay, er springt erstmal an der Stange vorbei, alles klar. Anfängerfehler, Leute. Anfängerfehler. Kamera nicht richtig gehabt. Oder gedreht mitten im Sprung. Das kann mal passieren. Aber wie man da erstmal in so einem Aquarium anfängt, ne? Was auch mal, kann schon durchs Glas gucken. Ich jetzt wieder runtergefallen, ne? Nix, kein extra Leben hier, dann hinten bei den Stangen vielleicht. Bei den Nägeln. Kann doch direkt hier warten. Oh, nee. Geht noch. Guck mal hier einmal rein, was hier noch so drin ist. Hier muss ja ein extra Leben sein. Kann ja nicht so angehen. Könnte hier eigentlich einfach sterben lassen, ganze Zeit. Da haben wir es doch, so. Perfekt. Boah, das war knapp, glaube ich, der Sprung. Ich glaube, der hat fast den Wandsprung nicht gemacht. So, langsamer diesmal. Komm schon. Darüber, genau. Na, oben bleiben. Bitte, danke. Ach, scheiß drauf. Da scheiß ich jetzt drauf. Ey, ah, toll. Der sollte doch gar nicht nach vorne springen, der Idiot. Na gut, dann halt nicht. Nochmal von vorne. Ja, diesmal geht's für dich nicht aus. Ja, alles klar. Was macht er denn da jetzt? Was war das denn bitte für einen Hänger? Mario, ey. Damit waren es noch 20 Leben. Ich war zum extra Leben gekommen diesmal. Ist ja richtig scheiße. Perfekt. Boah, das war aber knapp. Da wäre er fast runtergerutscht. Habt ihr gesehen? Ich glaube, er wollte gerade anfangen noch zu rutschen. Da ist er aber noch weitergegangen. So, extra Leben mitgenommen wieder. Aber guck doch mal mit dem Dreifachsprung hoch, wenn ich ehrlich bin. Sichere Variante ist der Dreifachsprung, denke ich mal, aber ich mach's so. Habe ich schon immer so gemacht, hat immer geklappt, wie man sieht. Ja, das hier war eben richtig fail. Alter. Vielleicht soll ich doch lieber so hier ranspringen, dass es gerade ist. Genau so. Und dieses, wie komme ich jetzt hier hoch nochmal? Ich weiß, dass da ohne Lücke ist. Aber irgendwie glaube ich nicht, dass ich da so hochkomme. Weil sich so immer so dreht dann. Okay, so geht's auch. Ja, man muss hier schon diese Wandsprünge machen, aber jetzt mal ganz ehrlich. So geht's auch noch. Ich glaube, hier muss man jetzt sogar echt so einen Doppelten machen. Oder auch nicht. Geht auch mit einem wieder. Ach, ich glaube nur mit diesem Seitwärtssalto, sonst geht's glaube ich nicht aus.
Wenn er ganz normal an die Wand springt, da muss man, glaube ich, echt über zwei Wände springen. Über zwei Ecken. Oh, da wird Spaß hier, die roten Mittelschalter, ey. Sag ich euch. So, hier hoch. Hier hoch. Da hoch. Geht's weiter? Da geht's weiter, okay. Du, du, du. Ich kann immer noch runterfallen. Oh nein, das ist echt scheiße, Mann. Da. Du mich jetzt verarschen? Perfekt. Geschafft, Leute. Boah. Das war aber jetzt eine Geburt. Bam. So, da ist sie. Die Insignie. Speichern weiter. Und weiter geht's. Mir fehlen echt noch zu viele blaue Münzen in dieser Welt, ne? Gerade. Ich habe keine Ahnung, wo die alle sind. Im Labyrinth sind bestimmt noch einige, da bin ich mir fast sicher. Da gehen wir auch nochmal hin, weil wir da eben für eine geheime Insignie noch hin müssen. So viel schon mal vorweg. Aber erstmal schnappen wir uns Mario Morgana. In Bayer Paradiso. Da ist er schon. Vor allem, der wird hier wahrscheinlich wieder durchs Wasser schwimmen. Obwohl er wasserempfindlich ist. Was ja auch so Sinn macht. Also, du hast mir was zu erzählen. Ist das einer deiner Verwandten? Ziemlich seltsame Familie. Na, ist kein Verwandter. Der ist mit Peach verwandt. Laut seinen Angaben. Mann, spring doch hoch mal. Mein Gott, der springt ja nicht hoch. Der Trottel. Muss aufpassen. Ja, hallo Mario, danke für den Wandsprung. Wenn du nicht machst. Offensichtlich. Guck mal, wie er immer auf mich zuläuft, der kleine Sack. Haha, Weg abschieben. Ey, wann bleibt der stehen? Okay. Falsche Richtung. Na, der wird jetzt hier hochgehen, genau, wollte ich gerade sagen. Und mich verarschen. Dabei springt er wieder runter, oder? Ah, da haben wir ihn schon, okay. So ein Mist, das vergesse ich nicht. Schon geschnappt, sehr gut. Ja, die Münze hole ich mir später. Da oben die. So Leute, das wäre die dritte Insignie für diesen Part, aber ach, Zeit haben wir noch. Locker haben wir noch Zeit. Zumindest für eine weitere. Da muss ich mir echt mal überlegen, wo die ganzen blauen Münzen sind. Wir haben 5 gefunden in diesem Part, toll. Und ein paar gesehen, aber noch nicht eingesammelt. Deswegen gucken wir uns mal Kapitel 8 an. Vielleicht können wir da noch eine mitnehmen. Beim Fisch und die roten Münzen. Los geht's. Ich glaube so fast, dass es dieses Kapitel das Beste ist für die 100 Münzen. Weil ich dachte, da unten sind auch noch richtig viele normale Münzen dann drin, im Zweifel. Wir haben auf dich gewartet, Mario. Upsi steht wie immer ganz oben. Bitte lege das erneut an. Alles klar. Diesmal ist eine Abkürzung nach oben. Kann ich ja doch nochmal die blauen Münzen holen, die ich da oben nicht mitgenommen habe bisher. Ne, hier sind die Münzen weg. Also doch Kapitel 6 anscheinend. Wenn ich jetzt hier leicht nach oben komme, dann kann ich auch direkt die Dings mitnehmen. Die blaue Münze da oben, einmal, ausnahmsweise. Was mache ich da jetzt? So hoch hier, danke. Aua, ey. Da muss ich hoch. Oder so, so geht's auch. Aber da muss ich jetzt irgendwie reinkommen in das Gebilde da. Scheiße, ganz da unten, ne? Natürlich. Scheiße, ey. Das war ein Satz mit X, nämlich nix. Hier sind keine Blumen, außer dass jetzt eine aufgetaucht, weil die erst in Kapitel 8 kommen, oder was? Hatte nicht auszuschließen, hier sind auch bestimmt noch irgendwelche M-Graffitis von Mario Morgana. Ich bin mir auch irgendwie sicher, dass irgendwo auf einem von den Dingern auch noch eine blaue Münze ist. Irgendwo. Werden wir schon noch finden. Da bin ich mir sicher. Also ich werde nicht eher aufhören, bis ich die alle gefunden habe, sagen wir mal so. Ihr wisst ja, das Ziel ist 100% in diesem Spiel zu holen. Das habe ich auch schon mal hingekriegt. Muss es ja nicht, ne? Das werden wir nochmal schaffen. Ey, hoch da. Ich komm auch vielleicht da hoch, muss ich sagen. Und warte mal, Leute. Ich sehe es gerade, ist doch die gleiche Höhe, ne? Ist doch viel besser, wenn ich da von hier aus dahin springe.
sogar noch ein extra Leben in dem Maisblock. Guck mal. Holen wir uns auch noch. So, zack. Wasser ist wieder voll. Na, nee, ich will da schon rüber. Sehe nur nichts. Ich will schon wieder hier rüber, damit ich da hoch kann. Zu dem Typen. Jetzt ist der Schalter nämlich auch hier nicht da. Okay, dann ist klar, welches Kapitel ich nehmen werde. Kapitel 6. Meister Mario, unser Volk ist endlich zurückgekehrt. Als Zeichen des Danks haben wir einen netten Schatz für dich. Er wartet auf dem Meeresgrund. Tauch ihn ab und hol ihn dir. Denk aber an deinen Sauerstoffvorrat. Kannst nicht mal, Kollege. Jetzt ist aber auch besser, die blauen Mister uns zu holen, die ich schon geholt habe. Jetzt hat man ja länger Luft. So, und den Fisch müssen wir jetzt einsacken. Ist das so, das sind doch die Paradiese, die brauchen keinen Helm oder was? Können einfach unter Wasser atmen oder wie? Ist ja geil. Ja, wusste ich aber echt nicht. Sind hier echt noch blaue Münzen irgendwo? Ich könnte. Was sind da oben? Wo sind da oben Münzen? Versteckt. Ich weiß echt nicht, ob hier noch blaue Münzen irgendwo sind. Muss ich sagen. Aber schiebt ja mal schneller hoch. Das war echt eine. Ich hab die nicht mal gesehen. Ah, da muss ich weiter nach solchen Säulen gucken. Wo Münzen sind. Was ist da mit denen? Versammeln sich da irgendwie? Wenn man mit denen sprechen, kann ich das überhaupt machen? Ich schwimme mich auf jeden Fall auf Quallen. Ich kann nicht mit denen labern, schade. Dann komm, holen wir jetzt den Fisch. Wo sind sicher noch mehr blaue Münzen. Wo ist der Fisch hin? Da ist er. Dreh dich um, Mann. Soll ich wieder zusammen, das sind alle Fisch. Ganz ehrlich jetzt. Macht er auch? Wo es aussieht? Wo ist er jetzt? Hinter mir. Vielleicht tot. Shit. Oh ja, toll. Nur. Ja, danke, scheiß Fisch. Lass mich los. Alter. Ich mein's echt ernst, diese komischen pinken Fische, ne? Hat schon scheiß Schieb-Schieb, wenn ich darüber nachdenke, genau. Alter, was ist das denn jetzt hier? Warum krieg ich denn die Münzen nicht? Er ist jetzt wieder hinter mir. Wo ist der Fisch? Über mir. Toll, ist wieder weg. Er verstreut die Münzen. Kriegt er mal eine jetzt? Ganz zufällig. Ja, die verschwindet in der Wand, alles klar. Nee, keine Chance. Der Fisch muss wieder auftauchen. Da ist er schon. Was ist das eine scheiß Aufgabe, ehrlich jetzt? Die habe ich gar nicht so nervig in Erinnerung. Meine Güte, dieser Kackfisch, ne? Kann ich mich mal bitte in Ruhe lassen? Jetzt ist der Kack wieder weg. Ja, der ist wieder da, oder? Wo ist der? Ist der über mir? Mein Gott, den sieht man auch so schlecht, ne? Wo ist er denn jetzt? Die Kamera ist hier auch echt kacke. Sorry, dass ich das so sagen muss, aber ist einfach so. Wieder weg. Sag mal, stelle ich mich gerade einfach nur so dämlich an, oder? Ist das echt so kacke gewesen? Ich glaube, ein bisschen von beidem. Wenn ich ehrlich bin. Oh, da ist er doch. Ich krieg nur die normalen Münzen. Sag mal, geht doch. 5, 3 noch. Ich glaub mal hier oben jetzt auf der Höhe. Und der Fisch mich nicht wieder erwischt. Also, das kommt ja doch hier so an, ne? Der komische Fisch. Sag mal, dreh dich doch jetzt mal um, Mario, Mann. Okay, so kann man auch weitermachen. Wo ist denn jetzt der Fisch? Hä? Hä? Da, jetzt ist er noch weiter. Schwimmt der mal weiter nach oben oder was? Der nimmt sich schon wieder auf. Okay.
Hab einfach eine Münze im Auge. Ich geh echt mal weiter nach oben. Dann mach ich das nur. Oh, direkt vor mir hier. Bei mir. Sag mal, wo ist der denn hier schon wieder? Guck mal, so ein Kack. Schieb da an. Toll. Ey, ich brauch die roten Münzen. Nicht die normalen. So weitermachen, dann schaffe ich das nicht mehr. Gib mir gleich die Luft hier aus. Oh, ich habe eine Münze so gekriegt. Geil. Wo ist der Fisch? Da, direkt hier. Hä? Ist der schon da? Sag mal. Was verschwindet der immer so weit nach oben? Ja, löst dich wieder auf, du Drecksvieh, ey. Boah, die Story ist echt kacke hier unter Wasser, ne? Sag ich euch. Da unten ist er. Sehe ihn. Und verpasse ihn wieder, ey. Ich will jetzt mal hier, mein Freund. Oh, eine noch, komm. Oh, ich hatte es doch fast. Nein, er löst sich wieder auf, nein. Die eine rote Münze da, wo ist die? Wo ist er hin? Sag mal, der dreht sich immer in die falsche Richtung, der Idiot, ne? Sag mal ehrlich. Mein Gott, Mario, du bist so ein Trottel, ne? Gerade. Sag mal, kann die Kamera bitte ein Stück weiter nach oben gehen? Damit ich da mal was sehe. Ist das eine Scheißaufgabe, ey? Ich dreh gleich durch, ne? Ich hol jetzt erstmal Luft, ey. Ich hol die jetzt erstmal wieder komplett auf. Ich kann hier gerne seine Runden drehen, der Scheißfisch. Junge, ist das ein Müll. Geh doch da hoch, du Vollidiot, ey. Ne, ja, ich gleich füll ganz auf. Brauch schon wieder zwei Münzen. So, wo ist er jetzt, der Scheißfisch? Da oben verbindet er sich gerade. Bis man auch mal oben ist, ne? Hätte ich nicht mal ein bisschen besser machen können. Hä, ja, bis hier oben ist der wieder weg. Der olle Fisch. Die Emission ist echt eine größte Frechheit überhaupt. Und die rote Münze verschwindet komplett. Ich sehe nicht mal, wo die hin verschwindet. Da ist er doch. Oh, knapp vorbei. Ja, noch rote noch mit. Toll, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt ist noch die rote Münze übrig. Verschwindet die jetzt überhaupt noch? Weil der Fisch ist ja an sich weg. Oh, geschafft, ey, Leute. Jetzt muss ich noch ganz unten, oder was? Wieder zu dem Grund da, wo der Aal war. Boah. Natürlich, ey, muss ich jetzt noch ganz unten. Kann ich keine Staffattacke machen? Natürlich nicht. Oh, das wollte ich nicht machen jetzt. 15 blaue Münzen, aber die Hälfte. Ich gucke mich jetzt nicht nach weiteren hier um. Wenn ich hier nochmal hier rein muss, dann mach ich das alles auf einmal. Kann ich immer noch rausgehen aus dem Kurs. Also, viele Münzen kriegt man hier gar nicht, muss ich sagen. Dass ich jetzt sagen würde, man kann hier nochmal schön 100 Münzen holen. Klar, der Fisch hat einige Münzen parat, aber wenn ich bedenke, wie viele oben über der Wasseroberfläche fehlen, dann ist Kapitel 6 echt die bessere Wahl. Gut, Leute. 4 Insignien geschafft in diesem Part. Damit sind wir wirklich bei 4 Insignien pro, also im Schritt pro Part auch, ne? 76 durch 4, 19, ja, kommt hin. Auf jeden Fall würde ich an der Stelle sagen, ich bedanke mich einfach fürs Einschalten. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch fürs Video. Abo nicht vergessen, damit ihr keine Folge verpasst. Und schaltet das nächste Mal wieder ein. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, schön mit Öl. Euer Basukasu.